leichten Sportgymnastik in der Max-Schmeling-Halle. Mit dabei die Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin Evgenia Kanajewa. Die Russin zeigte sich in Hochform, siegte souverän im Mehrkampf und wird morgen ab 14 Uhr beim Grand Prix-Finale mit allen vier Handgeräten erneut an den Start gehen. Bei der Gruppengymnastik überzeugten die Olympiasiegerinnen aus Russland. Zudem präsentierte sich zum ersten Mal die neu formierte deutsche Nationalmannschaft.